Kontrolle. Und das ist eigentlich für mich die Hochachtung für das Team und die Leute. Schau mal hier, ein frisch geduschter Norbert Hau. Norbert, wie schaust du aus? Besser getrunken? Nee, ich bin geduscht worden. Hier haben wir noch ein Mikrofon. Also unsere ganz herzlichen Glückwünsche möchten wir jetzt nochmal persönlich überbringen. Das war großartig heute. Soll man den abnehmen oder abstellen? Ist der schwer? Den gebe ich nicht mehr her. Okay, verstehe ich irgendwie. Das war großartig. War es aber auch nervenzerfetzend irgendwie? Eigentlich nicht. Nee? Nee? Nö, ganz easy, oder? Nee, war eigentlich kontrolliert und schön, oder? Ja, haben wir gesagt. War perfekt von Anfang an. Da war es schon. Tolle Strategie, wirklich. Nico hat einen super Job gemacht, war echt, echt dominant, oder? Ja, vom ersten Moment an. Ja. Ja, aber was machst du mit dem Ding jetzt? So viel zum Thema, die Reifen halt nicht. Ja, aber ja, wart ihr euch da sicher vorher? Weil, nee. Das war jetzt fast der erste ehrliche Satz. Ja, das war die Attacke. Da waren natürlich die drei Rechten beieinander. Ja, dreimal Mercedes-Power. Dreimal Mercedes und dann, das war mir klar, das ist... Aber das hält man gerne aus. Ja, genau. Genau. Aber was heißt das jetzt? Also seid ihr jetzt wirklich richtig vorne mit dran oder waren das jetzt einfach auch Idealbedingungen für das Paket, für die Reifen, auch für den Reifenverschleiß? Wisst ihr das schon? Gut, das müssen wir abwarten, sicherlich. Das Streckenlayout war ganz gut, die Temperatur war ganz gut. Aber wir haben nichts geschenkt gekriegt. Wir haben uns das erarbeitet, wir haben immer daran geglaubt. Ich denke mit dem Michael, ohne das Problem mit der Radmutter. Hätte es auch einen Doppelsieg geben können und ja, schade, aber das war schon mal ein gutes Lebenszeichen. Ja, absolut, also mehr als ein Lebenszeichen. Ja. Und das Ding ist ja wirklich, ist das Plastik oder was? Nee, oder? Nee, es ist made in China. Schwer, da muss man richtig stark sein. Sehr schön. Ja, und eins muss man sagen, also das Streckenlayout war nicht schlecht, die Temperaturen waren nicht schlecht. Und mehr als nicht schlecht waren die Fahrer, vor allem Nico Rosberg, der hat ja wirklich eine absolute brillante Performance dahingelegt. Ja, der Nico war drauf wie das Messer das ganze Wochenende. Absolut. Und er hat es kontrolliert. Wir haben ihm gesagt, dass er die Reifen schonen muss. Und er hat es alles unheimlich gut kontrolliert gemacht. Ja, wenn es läuft, dann läuft, kann man dann nur sagen. Und es tut auch gut, oder? Glaub ja, ich. Total, total, natürlich. Weil es war ein Weg jetzt über die drei Jahre, ja. Der von vielen, die es von außen beobachtet haben, zumindest als steinig beobachtet wurde oder schwierig. Und jetzt ist man da. Aber ihr habt von vornherein gesagt, das wird nicht einfach. Das geht nicht so schnell. Ich kenne Teams, die jetzt im Hintergrund sicherlich ganz viele Geräusche machen. Die haben 5 Jahre gebraucht, um zu gewinnen. Wir haben jetzt 2¼ gebraucht. Also das ist kein schlechter Wert. Und ja, es gibt viele Teams, die das nicht geschafft haben. Und ich denke, wir haben es uns erarbeitet. Wir sind ein kleines Team, haben ein kleines Budget. Und trotzdem, die Truppe hält zusammen, das habe ich immer gesagt. Und wir alle bei Mercedes haben die gleiche Moral. Wir kriegen die totale Unterstützung in Stuttgart. Und deshalb klappt es auch. Sehr gut. So, jetzt mach so weiter, bitte. Ja, der Ross hat ja gerade auch schon gesagt, es kommen noch ein paar ganz vielversprechende Teile für die nächsten Rennen. Also wir hätten nichts dagegen, wenn es so weitergeht. Ja, wir auch nicht. Ja, da wird gejubelt. Sieht man gerne. Ja. Okay, also Norbert, vielen Dank. Ich dusche jetzt mal wahrscheinlich. Pokal nicht hergeben, Dankeschön. Mikrofon schon. Okay. Gratulation nochmal. Dankeschön. Ja, haben Sie sich...